Hallo, mein Name ist Bettina Baumann und ich nehme Sie heute mit in die Luft. Setzen oder liegen Sie sich möglichst bequem hin, halten Sie sich warm und sorgen Sie dafür, dass Sie ja circa 15 Minuten nicht gestört werden. Wir atmen uns wie immer in die Entspannung und ich wechsle auf das persönlichere Du. Wir atmen einmal tief ein und wieder aus für deinen Körper. Die großen Muskelgruppen entspannen sich, werden weicher, angenehm warm und gut durchblutet. Wir atmen einmal tief ein und wieder aus. Für deinen Geist. Der Gedankenfluss beruhigt sich, die Gedanken kommen und gehen langsamer, friedvoller. Wir atmen einmal tief ein und wieder aus für deine Seele, für den ältesten Bestandteil deiner Persönlichkeit. Im Alltag so oft übergangen, schenken wir der Seele jetzt die Aufmerksamkeit, die sie verdient. Falls du bis jetzt die Augen noch nicht geschlossen hast, dann schließe sie jetzt. Du liegst oder sitzt bequem und sicher, beobachtest deinen Ein- und Ausatmen, lässt ihn einfach und natürlich fließen. Dabei stellst du fest, dass nach jedem Ein- und Ausatmen eine kleine Pause entsteht. Das ist gut und selbstverständlich. Das Bewusstsein sinkt ein, dass es Luft ist, die in dich ein- und wieder ausströmt. Luft, eines der vier Elemente. Bequem und sicher und leicht kannst du weiter sinken. In einen angenehmen, ruhigen Zustand sinken in deine Körperlichkeit, in den natürlichen Halt deiner Wirbelsäule, in dein ganz privates Haus, das Gefäß deiner Seele, in die Mitte, dort, wo Ruhe und Stille herrschen. Der Weg dorthin ist kurz, der Weg ist deine Verbindung zu dir selbst, vielleicht noch zögerlich, mit jedem Atemzug mehr und mehr erreichst du dein Ziel. Luft ist die Hülle, die Welt umspannt. Du atmest diese Luft wie jeder andere Mensch, wie jedes Tier auf dieser unserer Erde. Es ist ein verbindendes Element. Manchmal, wenn Nebel aus feuchten Wiesen und Tälern aufsteigt, entsteht das Bild, dass die Erde ausatmet. Ein feuchter Hauch, ein Ausatmen ohne Geräusch in vollkommener Stille. Mahatma ist der indische Name für einen großen spirituellen Lehrer. Mahatma heißt große Seele und großer Atem. Lass deinen Atem strömen, Atem und Seele Hand in Hand, zur gleichen Zeit, im gleichen Moment. Verbindung beruhigend sinkst du jetzt oder im nächsten Moment in das wundervolle Gefühl von innerem Frieden, Harmonie und Ausgeglichenheit. Beruhigende Bilder öffnen sich dir. Die Luft nimmt die Gestalt eines sanften Windes an, unsichtbar und trotzdem spürbar. Ein zarter Geruch von Gras, warmer Erde und Feuchtigkeit. Vielleicht erinnerst du dich, dass du als Kind noch viel körperlicher wahrnehmend
und intuitive auf einer Wiese standest, der Wind in dein Gesicht und durch deine Haare blies, das Gras und kleine Blumen, die Äste der Bäume bewegte und du dem Impuls folgend die Arme ausbreitest, mit dem Wind um die Wette läufst, lachend, frei und fröhlich. Du spürst die Sehnsucht, mit ihm fliegen zu können. Der Augenblick des Abhebens, der Wind, das himmlische Kind. Die Macht des Elements, nicht zu denken, sondern mit dem Körper zu erahnen und darauf zu vertrauen. Die Eleganz und Leichtigkeit der Vögel bestaunen, für die das Element Luft der Lebensraum ist. Ein Anheben der Schwere deines Körpers in ein beinahe schwereloses Empfinden. Der Wind ist in ständiger Bewegung, manchmal ganz sanft und manchmal ganz stark. Dann zeigt der Wind seine ganze Macht, reißt Gegenstände mit sich, Gerüche von Pflanzen an weit entfernten Gewässern, um sich zur richtigen Zeit wieder zu beruhigen. Der Wind gehört keinem Land oder Kontinent. Er umrundet die Welt, ist unbegrenzt und grenzenlos in seiner Freiheit. Nimm teil an seiner Freiheit. In winzigen Teilchen trägt er Information von einem Ende der Welt zum anderen. Ist es ein Wunder, wenn Naturvölker mit dem Wind sprechen, mit allen Sinnen der Stimme des Windes lauschen? Im Wind die Stimme des Göttlichen, das Beständige, das, was immer war, die Weisheit der Welt erkennen. Mit dem nächsten Luftstoß atmest du Luft ein, die gerade noch in großer Höhe schwebte oder an einem weit entfernten Ort, wie oben, so auch unten. Wenn du dich eröffnest für diese Vorstellung, verstehst du die Luft als Verbindung zwischen Himmel und Erde, als Himmelsmacht, als die Verbindung zu dem, was dich umgibt, zu einem höheren Selbst. Mache dich auf die Suche in deinem Körper wie ein neugieriges Kind, wo du dich gerade am ruhigsten fühlst. Das kann ein kleiner Winkel in deinem Kopf sein, der Raum deines Herzens, aber auch dein rechtes Knie oder die Magengegend, der Bauch. Gib dem Bereich eine Farbe, die dir spontan einfällt, die dir gut tut, die zu dir kommt wie ein Impuls, und lasse die Farbe dir wirken. Lass die Farbe sich ausbreiten über deinen Körper, dorthin, wohin sie will. Du musst das nicht kontrollieren. Atme in deine Farbe. Wirklichen Stillstand kennt der Wind nicht. Das würde ihm die Kraft rauben. Leben ist Bewegung, Beweglichkeit, Freiheit und Leichtigkeit. Du darfst dich bedienen, wenn du es möchtest, an den Eigenschaften des Elements. Darfst deine Sehnsucht nach Leichtigkeit und Freiheit stillen, so wie es der Wind dir an jedem Tag zeigt, um dich zu erinnern, dass jedes der Elemente in dir schlummert und jedes zu seiner Zeit Raum einnehmen darf in der Welt deiner Gedanken, deiner Gefühle, in deinem physischen Körper, sowohl in deinem energetischen Körper.
Atme noch einmal oder mehrmals tief in die Ruhe ein, die du jetzt spürst, und komm dann langsam in deine Geschwindigkeit zurück, in diesen Raum, in diese Zeit. Dein Atem, dein Puls nehmen Wachwerte an. Alles Schwere entschwindet aus deinem Kopf, aus deinem Körper. Du fühlst dich erholt und erfrischt. Wenn du noch einen Moment Zeit hast, nachzuruhen, dann tu es einfach.